Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 mit mir, dem Alex. Ja, und wir sind hier spät zu Tage, muss ich wirklich sagen. Ich nehme das hier gerade um. Ich kann es auch mal kurz in die Kamera halten. Hier mein iPhone. Ich will da jetzt keine Werbung machen, aber wir haben 4.41 Uhr am, wenn der Autofokus funktioniert. Ja, genau. Sonntag, den 9. November. Wie ihr seht, die Folge kommt heute. Und ja, ich nehme wieder am Sonntag auf, wie gesagt, um 4.40 Uhr. Was ist der Sinn dahinter? Ich war jetzt ein bisschen auf, ich bin schon seit, jetzt haben wir kurz, wie gesagt, 20 vor 5. Wenn die Folge vorbei ist, haben wir 5. Ich bin seit jetzt, ich bin um 1 Uhr aufgestanden gestern, weil ich gestern, also von, wir haben jetzt Samstag auf Sonntag. Und ich habe von Freitag auf Samstag, habe ich von Freitagabend 17 Uhr, bis Samstag um, nee, von, genau, bis Samstag 1 Uhr geschlafen. Jetzt bin ich von 1 Uhr schon jetzt, ja, um kurz 24 und 4, 28 Stunden am Stück wach. Noch geht's einigermaßen. Ja, warum das Ganze? Klar, ich habe, ich war krank die Woche vorher, also jetzt die Woche war ich auch krank geschrieben, war wirklich krank. Wir müssen unbedingt tanken, aber wir kommen leider nicht dazu, bis eine gewisse Stelle vorher, kommen wir da nicht dazu, aber wir müssen unbedingt tanken. Wir dürfen die eine Tankstelle da nicht verpassen. Und zwar die hier, ist nämlich die einzige. Wenn wir überhaupt bis dahin kommen. Ja, aber wie gesagt, ja, da ich krank war, habe ich dann an einem Tag, irgendwann am Mittwoch oder sowas, oder am Dienstag, habe ich einfach mal irgendwie 15 Stunden geschlafen. Und hatte seitdem dann einen komplett behinderten Schlafrhythmus wieder. Und zwar richtig behindert mit, ja, bin bis 5 Uhr wach und, also weil es mir dann nach diesem schönen Schlaf auch wirklich besser ging eigentlich. Gut, ich hatte immer noch diese kleinen, wie meine Stimme ist immer noch nicht perfekt, aber egal. Oder glaube ich jedenfalls. Ja, keine Ahnung, also auf jeden Fall war sie damals noch nicht perfekt, vor 3, 4 Tagen ist es ja inzwischen. Und ja, auf jeden Fall hatte ich dann einen beschissenen Schlafrhythmus die ganze Zeit. Hab dann halt immer geschlafen, hab dann immer so bis 5 Uhr war ich wach und so weiter und so fort. Und oder bis 6 Uhr und hab dann geschlafen und so weiter und so ging es ja die ganzen Tage weiter. Das wollte ich dann am Freitag auf, am Donnerstag auf Freitag umstellen, hab Donnerstag auf Freitag komplett durchgemacht. Bin dann aber um 15 Uhr ins Bett, wollte nur 2 Stunden mich ausruhen, aber bin dann nicht mehr aufgewacht. Das war halt der Fehler, dann bin ich halt um 1 Uhr aufgewacht und so, ja, du wolltest eigentlich was mit Pia aufnehmen, okay, hat wohl nicht funktioniert und so weiter und so fort. Das war ein bisschen uncool, war Pia auch... Wow, zu Recht ein Tick angepisst. Und ja, genau, so war es im Endeffekt. Und ich muss gerade mal gucken, wo wir sind. Okay. Und ja, so war es leider. Ja, jetzt bin ich, wie gesagt, seit 15 Stunden wach. Seit 28 Stunden jetzt wach. Ja, was lief denn heute so? Ja, wir haben viel aufgenommen heute. Dann haben wir zwischendurch noch... Ja, wir haben übertrieben viel eigentlich aufgenommen. Wir haben heute... Okay, war auf dem zweiten PC, wo die Virendatenbank aktualisiert wurde, nicht auf dem ersten, also habt ihr das nicht gehört. Ja, wir haben heute relativ viel gemacht, relativ viel aufgenommen. Apex nur alleine, die dann ab morgen kommen. Dann noch CSGO für die 2 Folgen, die jetzt die Woche, also jetzt auch morgen und dann am Donnerstag oder so kommen. Keine Ahnung, wie da die Reihenfolge nochmal ist. Und so weiter und so fort, auch Advanced Warfare noch aufgenommen, wir haben auch in FIFA Co-op Seasons Gameplay aufgenommen, wir haben wirklich viel aufgenommen. Und ja, wie gesagt, ich hatte gestern, weil ich dann schon so früh wach war, habe ich auch noch morgens irgendwann um 7 Uhr, hatte ich auch noch Karriere aufgenommen und ich hatte auch noch dann Sleeping Dogs aufgenommen und ja, haben wir relativ viel aufgenommen gestern und was jetzt im Endeffekt noch aussteht für den Sonntag heute ist nicht mehr viel, außer dass ich jede Menge zu schneiden habe, gerade durch die Endcard, was jetzt ein bisschen mehr Arbeit macht natürlich. Habe ich jede Menge zu schneiden und ich habe, ja, was habe ich noch? Und im Endeffekt habe ich, haben wir noch aufnahmetechnisch heute, habe ich eigentlich nur noch, also wenn ich dann wach bin, bisschen Modern Warfare, sondern Call of Duty Advanced Warfare, der Singleplayer ein bisschen, weil Sleeping Dogs habe ich ein bisschen schon weiter jetzt vorgespielt, so 2 Wochen vorproduziert, kommt ja nur alle 2 Tage natürlich zu beachten. Heute kam ja dann für euch um 17 Uhr, ich glaube, Sleeping Dogs, genau. Das ist auch schon aus dieser Aufnahmesession von gestern direkt. Ja, wie gesagt.
In Apex aber heute war ich zum Beispiel viel mehr im Arsch als wie jetzt. Warum, weiß ich auch nicht. Jetzt geht es mir einigermaßen fit. Ich habe auch gechillt. Ich habe mit Pia, wie gesagt, ja noch FIFA-Gameplay aufgenommen, relativ viel. Also Gameplays für Koop-Season mal wieder aufgenommen nach 3 Wochen. Ich habe dann... da haben wir irgendwie auch, ich glaube, von 6 oder 7 Spielen haben wir jetzt 4 Stück, die wir wir haben 5 Spiele von 7, glaube ich, oder von 6, die wir verwenden. Also ist nur eine relativ gute Quote. Mal gucken, wenn wir das danach kommentieren. Und ja, dann, wie gesagt, noch Advanced Warfare, was ich dann aufnehmen werde, jetzt heute noch dann, wenn ich dann wieder wach bin. Und ich werde mir jetzt natürlich, wenn ich jetzt fertig bin, ist natürlich klar, dass ich mir jetzt erstmal nicht direkt ins Bett gehe, sondern erst nochmal jede Menge Sachen zu schneiden habe, die noch heute rauskommen, wie zum Beispiel dieses schöne Format hier oder auch die anderen Sachen. Das ist leider immer das kleine Problem jetzt mit der Endcard, da ihr ja bei der Endcard, um es mal kurz, das Spiel ruckelt heute extrem, aber sorry, dass ich mich da gerade nicht drum kümmern kann. Okay, sehr gut, die Tanke kommt gleich. Da ich jetzt die Endcard habe ich ja mal links, findet ihr immer das Video, das letzte Video der Serie, also dieses Projekts, zum Beispiel jetzt hier bei Euro Truck Simulator, die letzte Folge, die letzten Sonntag kam. Und könnt da draufklicken und habt auch ein paar Sekunden Ausschnitt. Und rechts findet ihr dann die letzte Folge, die an dem Tag kam. Also, wenn jetzt hier um 19 Uhr ETS kommt, dann ist es von 18 Uhr die Minecraft Apex, die da angezeigt wird. Und ich bin gerade nochmal irgendwo gegengefahren. Hier ist auf jeden Fall die Tanke, wo wir erstmal dick fett tanken können, weil hier unsere Tankanzeige ist ja richtig einfach nur gefickt. Und das ist, denke ich, auch ganz cool. Ich glaube, wir haben es... Alter, es ist richtig rot, was unsere mit dem Tanken gehen angeht. Puh. Haben wir auf jeden Fall noch geschafft. Und jetzt macht es ordentlich Katsching, Katsching, was wir bezahlen müssen, um erstmal wieder hier voll zu tanken. Boah, ja. Nur ein bisschen was hier rüberkommt. Ja, auf jeden Fall werde ich noch ein bisschen schneiden nebenbei, dann jetzt, wenn das hier fertig ist. Und muss aber auch noch sagen, was ich gerade auch noch geguckt habe, was gerade noch nebenbei ohne Ton natürlich jetzt läuft, ist ungespielt, denn ungespielt streamt gerade, habe ich gerade auch noch so ein bisschen geguckt. Da habe ich eben gerade noch ein paar Videos geguckt, die heute so kamen, weil ich dann, wie gesagt, dann die ganze Zeit mit Pierre aufgenommen habe und dann zwischendurch gegessen habe und dann zwischendurch noch Stocker Crash Challenge habe ich auch geguckt übrigens heute, also zum Großteil so nebenbei. Glückwunsch an den an der Stelle, dass er da in dem, wie heißt es nochmal? Na, ah, wie heißt der Endmodus nochmal, wo man sich kaputt fährt? Halt in dem Caravan. Das finde ich übrigens die geilste Sache bei Stocker Crash Challenge. Schade, dass da den nicht mitfahren durfte. Dieses mit den Caravan Crash Cup heißt der ja, also das mit den Anhängern, also mit den Wohnwagen. Das finde ich immer das Lustigste. Ich habe das heute auch nur teilweise verfolgt, weil wir nebenbei noch Gameplay, wie gesagt, für Koop Season aufgenommen haben. Ich werde mir das nochmal so etappenweise durchsap-mäßig irgendwann morgen angucken. Ja. Genau, und wie gesagt, wenn das jetzt hier vorbei ist, dann werde ich auch noch ein bisschen schneiden. Und zwar die Sachen, die heute kommen, weil da gibt es bis jetzt ist, glaube ich, 16 Uhr Video ist geschnitten. Und ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Mit der Endcard jetzt. In nächster Zeit gibt es natürlich noch ab und zu Videos. Also jetzt heute zum Beispiel um 16 Uhr kam noch ein Video ohne Endcard. Aber ab dann dürften eigentlich alle Videos jetzt mit Endcard kommen, ausgenommen. Und jetzt kommt es wirklich ausgenommen von TTT. Denn TTT habe ich haben wir ja viel vorproduziert gehabt und ich habe auch viel vorgeschnitten gehabt schon und vor hochgeladen schon gehabt. Natürlich will ich das jetzt nicht nur, ich habe die Rohdateien vor allem dafür nicht mehr. Von daher kann ich das jetzt nicht mehr ändern. Gut, ich bräuchte für den Endcut nicht unbedingt die Rohdateien, aber egal. Auf jeden Fall ist es so, wie es ist. Es gibt bei TTT bis zum 6.12. ist es hochgeladen und bis dahin gibt es auch keine Endcut bei TTT. Aber wie gesagt, bei den anderen Sachen gibt es da natürlich Endcuts. Und ja, für alle Sachen, wie kann ich es gerade pauschal sagen, sehe ich es, gibt es Endcards ab, heute um 16 Uhr war quasi das letzte Video, was keine Endcard hatte, ausgenommen von TTT natürlich. Das wird bis Folge 22, bis zum 6. Dezember, also Nikolaus, keine Dings haben, keine Endcard haben. Aber ich finde es ein cooles Feature, vor allen Dingen, was ich nochmal dazu sagen möchte, Leute, ihr findet, auf der Endcard findet ihr die ganzen Links, also links das Video, rechts das andere Video mit den Verlinkungen zu den Videos. Unten drunter findet ihr dann noch zur Playlist, da kommt ihr immer zur aktuellen Playlist natürlich von diesem Projekt. Heißt zum Beispiel in dem Fall jetzt, wenn ihr jetzt auf der Endcard zur Playlist klickt, kommt ihr auf die Playlist von Euro Truck Simulator. Daneben natürlich noch der übliche Abonnieren-Button und noch Facebook und Twitter. Wie gesagt, zu beachten, Facebook ist unser allgemeines.
haben wir noch sehr wenig Likes drauf. Würde mich freuen, wenn sich das ändert. Twitter läuft relativ aktiv, da werden wir sogar relativ oft, wenn irgendwelche Sleeping Dogs Folgen von mir von irgendwelchen Xbox News Seiten favorisiert, warum auch immer. Juckt mich auch nicht, weil alle unsere Sachen teile ich auch noch, also alle unsere Videos teile ich auch noch auf Facebook und da Facebook mit Twitter verbunden ist, auch auf Twitter. Wie gesagt, aber Twitter ist alleine mein Ding. Das ist mein ehemaliger Account, auch den habe ich immer. Hab mal ganz lange Twitter nicht benutzt, habe den Account dann aufgeräumt, umgestellt und jetzt zählt der quasi als APKGP, also APK Gaming Bros unterstrich Alex Account. Heißt, das ist mein Twitter-Account. Ja, ist ja auch im Endeffekt klar, so. Ja, was kann man noch sagen? Noch sagen kann man, dass ich irgendwie gerade nur 26, 27 FPS aufnehme, warum auch immer, und das Spiel extrem laggy ist. Das tut mir an dieser Stelle extrem leid. Ich weiß gerade auch nicht, woran es liegt, dass das so ist. Es ist aber leider gerade so. Ich merke es auch selbst, dass es total unflüssig ist. Ich weiß ehrlich gesagt, Leute, nicht, woran es liegt. Tut mir leid. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir irgendwie in die Werkstatt kommen. Denn so gut geht uns unserem LKW auch nicht mehr, wie ihr ja gemerkt habt. Und ich guck mal kurz auf die Karte, wie weit wir noch müssen. Wir müssen auch ganz schön weit fahren. Halt jetzt die Sache. Wo könnten wir mal das reparieren lassen? Wir könnten uns, wenn es jetzt schon geht, bis nach Osnabrück vorziehen lassen. Mal gucken, ob das geht. Ah, Duisburg. Wo ist denn Duisburg? Ah, nee. Das ist mir noch zu viel Umweg. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter, bis wir in der Reichweite von der Werkstatt in Osnabrück sind und dann sparen wir nämlich auch ein paar Kilometer, die wir uns fahren müssen, wenn wir uns dann dahin abschleppen lassen. Und da haben wir Einkommen bekommen, 1632 von einer unserer Fahrerinnen, denn wir haben ja nur Fahrerinnen, einfach weil die alle bessere Bewertungen hatten im Jobmarkt, was ich auch mal wieder total eine Frechheit finde, warum nur die weiblichen Mitarbeiter, die weiblichen Fahrerinnen da so gute Werte hatten, aber egal. Nein, so ein kleiner Spaß beiseite. Und, ja, genau. Was wollte ich noch sagen? Das habe ich abgehakt, also Endcut habe ich abgehakt, das mit meinem Schlafrhythmus habe ich abgehakt. Ja, ich bin, wie gesagt, wieder lang wach, aber das wird sich schon irgendwie einrinken, denn jetzt wieder über die nächsten Tage. Wir haben ja jetzt schon eigentlich Sonntag und dann gehe ich halt morgen Abend. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt relativ wenig schlafe, auch pennen. Aber wie gesagt, ich kümmere mich noch um die Videos nebenbei. Ich hoffe, dass auch ungespielt noch ein bisschen länger streamt, weil ich habe jetzt keine Videos mehr, die ich so gucken kann von irgendwelchen Leuten. Deswegen würde es mich freuen, wenn ungespielt noch ein bisschen länger streamt, dass ich gerade während dem Schneiden von solchen Sachen hier mit, dass ich habe immer gerne, wenn ich schneide, habe ich immer gerne auch irgendwas nebenbei laufen. Einfach nur aus dem Grund, dass ich da irgendwas nebendran daddeln habe, weil ich ja, abgesehen von den paar Sekunden, wo ich mich darum kümmern muss, dass der Ton richtig abgemischt ist, muss ich ja lauter Sachen anklicken nur und kurz anhören. Und da will ich das nicht unbedingt. Da will ich dann nicht unbedingt die restliche Zeit nur so mich darauf konzentrieren. Das kann man schon so machen, dass man nebenbei irgendwas dudeln lässt. Und das wäre schön, wenn das ungespielt noch wäre. Ich gucke jetzt mal, ob wir inzwischen wieder in den Osnabrück... Ah, wir kommen nach Osnabrück, cool. Dann machen wir das Ganze. Tadam, komm. Und Eingabe. Wartung 25.000. Ja gut, haben wir 9.000 minus. Wir wollen ja bei der Bank alles abbezahlen, das wird so nix. Wir kriegen 54.000 für den Auftrag, aber werden auch noch 9 Stunden brauchen. Also extrem lang. Boah. Wartenwendekreis, ey. Hat aber gepasst, bevor die ganze Armee an Autos kam. Sehr gut. 9 Stunden Ingame-Fahrzeit. Das wird uns wahrscheinlich, also die Folge auf gar keinen Fall, ist ja klar. Wir sind schon bei 14 Minuten und nächste Folge wird uns das wahrscheinlich auch noch beschäftigen. Aber das ist ja kein Problem. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch überhaupt kommt. Ich werde, wenn Dings rauskommt, also wenn WWE 2K15, also das Wrestling-Spiel, rauskommt, werde ich da mal reinschauen und die Videos werden dann am Sonntag online kommen. Das heißt, dann wird ETS wegfallen. Ich weiß aber nicht, ob wie lang das dann wegfallen wird, ETS, weil ich nicht weiß, wie lange ich das mit WWE 2K mache. Und ich weiß, nicht, wie es generell halt dann sein wird, ob ich dann, wie lange ich halt spielen will. Das wird eine große Änderung sein. Ich habe lange kein Wrestling mehr gespielt. Ich gucke auch in letzter Zeit null Wrestling mehr. Null einfach mal. Ich habe gar keine Ahnung mehr.
Also klar, ich weiß noch die Sachen von vorher, aber ich gucke es einfach null mehr. Hätte ich früher auch nie mit gerechnet. Ich so, ja, ich gucke das immer, das ist voll cool. Irgendwie gucke ich es doch nicht mehr. YouTube hat mich in der Sicht ganz schön verzogen. Also dadurch, dass ich so auf YouTube gestoßen bin. Nicht nur jetzt in Bezug auf produzieren, das überhaupt nicht, sondern allein schon in Bezug auf konsumieren. Hat mich YouTube da ganz schön verändert und klar, wenn man Zeit für viele YouTube-Videos ausgibt, muss irgendwas anderes, was man konsumiert und guckt, hinten rausfallen. Und der hier vor mir ist extrem langsam. Was mich gerade ein bisschen aufregt. Naja, gut. Ich würde jetzt gerne überholen, aber ich weiß, dass es das wieder in einem riesen Crash enden wird, der mir 25.000 Euro kostet oder so viel. Oder noch mehr. Das ist so das kleine Problem, was ich habe. Weil ich weiß ganz genau, das wird teuer wieder, wenn du das jetzt machst, Alex. 4% Schaden an der Fracht schon. Es gibt ja auch jetzt mal kleine Abzüge, aber so groß sind die Abzüge, was für ein Glück gar nicht, die man da von den Speditionsunternehmen kriegt. So, komm. Auf geht's. Ja, sehr schön. Wenn da jetzt ein Auto kommt, bin ich gefickt. Ja, und da kommt nichts. Perfekt. Okay, wir können hier gechillt dran vorbeiziehen. Ja, gut. Ich meine, habe ich gesagt, dass da nichts kommt? Oh, Alter, perfekt hat das Ganze gepasst. Geil. Alles hat perfekt gepasst. Da kamen jetzt Autos entgegen und so. Hat aber genau alles perfekt gepasst. Sehr gut. Sehr schön, ey. Perfekt gepasst, dass ich mich da vorbeidrängen konnte, weil die waren ja alle so extremst langsam. Weil da vorne halt zwei LKWs ineinander fuhren und hat sich der ganze Rest so übertriebenst aufgestaut. What the fuck, was ist das da links, ey? Keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, so themenmäßig bin ich jetzt durch. Weil das einfach das war. Ich wollte kurz sagen, jo, wir haben so und so spät. Und warum ich das jetzt überhaupt noch aufnehme und dann noch schneide, ist auch klar, weil ich natürlich nicht, wenn ich das jetzt erst machen würde, wenn ich aufstehe und dann wüsste ich nicht genau, wann ich aufstehe, müsste mir wieder einen Wecker stellen und so weiter und so fort, könnte ich auch nicht die Zeit, die ich schlafe, genießen. Und das will ich, deswegen mache ich es jetzt. Und ja, außerdem fühlt es sich irgendwie besser an in dem Moment, wenn ich weiß, ja, du musst vielleicht nur noch die Annotations setzen, fertig. oder du musst nur die Videos den Upload starten. Das ist dann schon mal gechillter, weil da kann ich auch um 14 Uhr aufstehen und es passt immer noch alles. Oder ich kann um 15 Uhr aufstehen und es passt immer noch alles. Obwohl 15 Uhr wird knapp, aber doch, nee, funktioniert sogar. Weil das 16 Uhr Video ja schon da ist. Also ich könnte auch noch 15 Uhr aufstehen und es wäre immer noch in Ordnung. Außer dass dann wieder Pia rummeckern würde. Es ist schon wieder so spät, Mami. Juckt mich aber nicht. Ja. Wie gesagt, die beiden Hauptthemen habe ich abgehakt mit der Endcard und so. Das war mir extrem wichtig. Bitte und die Endcard. Achso, genau. Wegen der Endcard eine Sache noch. Alle Links, die da so schön verlinkt sind, gibt es für welche Leute, die sagen, oh, ich nutze aber, ich gucke aber die Videos auf dem Handy. Gibt es die Links auch immer in der Beschreibung als erstes. Das heißt, in der Beschreibung findet ihr jetzt erst unseren Facebook-Link, unseren Twitter-Link, unsere Link zur Homepage, wo es aktuell noch keine Homepage gibt, wo ihr nur wieder auf den Kanal zurückgeleitet werdet, was total sinnlos im Moment ist, aber wo irgendwann mal vielleicht eine Homepage kommen soll und deswegen der Link gesetzt ist. Also irgendwann, wenn es sich lohnt, so von den Abonnenten her, weil es sehr viel Aufwand ist, eine Website zu machen. Ich kenne zwar Leute und es kostet mich nichts, weil ich selbst programmieren kann und weil ich Leute kenne, die mir das Design machen. Aber kostenlos, aber es ist halt ein Aufwand, der sich im Moment noch nicht lohnen würde bei den Aufrufzahlen. Genau, deswegen, wie gesagt, der dritte Link ist Homepage, vierte Link ist dann, glaube ich, vierte Link ist dann das letzte Video der Serie, also zum Beispiel hier die letzte, bei der Folge jetzt hier, die letzte Euro Truck Simulator Folge und fünfte Link ist dann die letzte. Ist dann zu dem quasi rechten Bild auf der Endcard, also zu dem anderen Video, was um 18 Uhr kam, also Apex. Und also in dem Fall ja Apex 65 oder 66, nee, 66. Und dann ist es noch der sechste Link, genau, das ist der auch nochmal einer. Das ist der zur Playlist von diesem Projekt von Euro Truck Simulator. Und ja, da könnt ihr, wie gesagt, alles mal machen. Ich muss auch noch gerade was einstellen, fällt mir ein dann, aber das mache ich auch nochmal gleich und während die Dateien noch auf einem PC kopiert. Und ich habe gerade 17 Frames, was geht hier ab, Leute? Total nicht flüssig. What the fuck, ey?
Weiß nicht, was hier los ist, aber egal. Ich habe das jetzt nicht so großartig vorher getestet. Sorry, ich weiß nicht, was da los ist, warum der so schlecht heute aufnimmt. Tut mir leid, dass das Spiel heute wirklich so laggy ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mein PC hat alles zu an Programm. Es läuft nichts, was irgendwas verbraucht. OBS und selbst der Livestream und sowas sind alle auf dem anderen PC offen. Ich verstehe es nicht, aber wie gesagt. Bin dann auch mal, weil diese Lags irgendwie gerade schlimmer werden, würde ich auch mal sagen, das war's von der heutigen Folge. Und wir speichern ab und ich würde sagen, das ja, war's. Bis zur nächsten Folge wieder in der nächsten Woche. Haut da rein. Bis dann, Leute. Ciao.